Die Bevölkerung auf der Erde hat ihr Maximum erreicht und die Menschen sind gezwungen, den Planeten zu verlassen. Hier ist Arnold. Und das passiert, wenn du 10-mal hintereinander die Schlummertaste drückst. Du könntest die komplette Evakuierung unseres Planeten verschlafen haben. Oh, komm schon, Arnold. Mach dir doch nicht gleich ins Höschen. Die Leute haben einen Haufen wirklich cooler Sachen zurückgelassen. Was willst du also als erstes tun? Ernsthaft? Einen riesigen Burger essen? Aber was ist mit coolen Autos? Und die Möglichkeit, in Trumps Haus zu wohnen? Mach was Cooles. Oh, Arnie, du bist ein echter Held. Alle Tiere aus dem Zoo zu befreien, ist verdammt edel. Na los, Leute, dafür ein Like hinterlassen. Aber was ist mit Haustieren? Es gibt 500 Millionen Katzen und genauso viele Hunde auf der Erde. Und sobald die frei sind, werden sie zur Beute von Raubtieren. Aber lass uns nicht über traurige Dinge reden, wenn dir der ganze verdammte Planet zur Verfügung steht. Ja, die coolste Achterbahn. Der Wagen beschleunigt auf 206 Kilometer pro Stunde und fällt aus einer Höhe von 127 Metern. Früher, Arnold, haben sie dich wegen deiner Größe nicht reingelassen. Aber jetzt ist das kein Problem. Irgendwie sieht's nicht nach viel Spaß aus, oder? Ohne Menschen wird es bald keinen Strom mehr geben. Lithium-Batterien entladen sich nach 7 Jahren selbst. Und du kannst die Solarenergie nach etwa 20 Jahren vergessen, wenn das letzte Panel ausfällt. Und Atomkraftwerke werden in ein paar Jahrzehnten für immer ohne menschliche Hilfe stillstehen. Also nur zu. Siehst du, jetzt sitzt du im Dunkeln. Das hast du verdient. Oh Mann, tut schon weh, dich so zu sehen. Okay, ich hab eine Idee. Weißt du, wir sind von Billionen von Bakterien umgeben, die aus organischer Materie, von der sie sich ernähren, nutzlose Energie erzeugen. Ich hab mir also mal Folgendes überlegt. Lass uns einfach ein Bakterienkraftwerk bauen und deine Kacke als Brennstoff nutzen. Reicht nicht für alle deine Geräte, oder? Aber was hast du erwartet? Bakterien sind sehr, sehr klein. Ja, ich weiß, vergrößern wir sie. Ein Bakterium von der Größe einer Katze gibt uns 46.000 Mal mehr Energie. Und wir können sogar noch mehr Bakterien und noch mehr Treibstoff bekommen. Amerika produziert 128 Milliarden Liter Abwasser pro Tag. Damit könnte man eine ganze Stadt mit Strom versorgen. Wir werden auch das Problem der Wasserreinigung lösen. Riesige Halobakterien, die sich von Salz ernähren, können kostenlose Energie aus dem Meer liefern und Wasser für Wüstenregionen entsalzen. 3,5 Millionen Tonnen Plastik werden jeden Tag weggeworfen. Die vergrößerte Idionella sacayensis kann dieses Plastik in Energie umwandeln. Dann kannst du ein Ladenetz für Elektrofahrzeuge bauen. Im Gegensatz zur Brennstoffenergie, die jährlich 37,5 Milliarden Tonnen CO2 in die Atmosphäre abgibt, ist die bakterielle Energie absolut rein und gibt nur Sauerstoff ab. Klingt nach einer absolut tollen Start-up-Idee. Arnold, du hast die Umweltprobleme der Menschheit gelöst und obendrein Billionen von Dollar im Energiegeschäft verdient. Arnold, Mensch, wach auf! Was, träumst du wieder von katzengroßen Bakterien? Du solltest wissen, dass eine Zellteilung nur bei mikroskopisch kleinen Organismen möglich ist. Sobald ein Bakterium seine maximale Größe erreicht hat, teilt es sich einfach in 2 Teile. Das geschieht alle 20 Minuten. In nur 6 Stunden kann sich also ein Bakterium in 25.000 vermehren. Und deine Schulden vermehren sich mit gleicher Geschwindigkeit. Zeit zu zahlen, Kumpel! An einem ruhigen Tag, der keine Katastrophe andeutete, wurde Arnold in einem Hypermarkt eingesperrt. Du fragst dich vielleicht, warum? Und die Antwort ist, darum. Ich wollte ihn einfach in den Supermarkt einsperren. Hier kannst du den ganzen Tag über Süßigkeiten und Schokoriegel essen und in einem Einkaufswagen durch den Laden fahren. Du hast Zugriff auf Waren für die Erholung, Sport, Kleidung und sogar Medikamente. Im Durchschnitt gibt es 120.000 verschiedene Produkte in einem Supermarkt, die dir 50 Jahre lang ein sorgenfreies Leben ermöglichen. Aber leider wird ein großer Teil dieser Güter ohne Strom schon am nächsten Tag verderben. Bei Raumtemperatur ist die gesamte im Laden befindliche Milch in nur 18 Stunden schlecht. Frisches Huhn, Schweinefleisch und Rindfleisch werden innerhalb eines Tages ungenießbar. Kuchen und Gebäck halten etwas länger, vielleicht 36 Stunden, wenn du Glück hast. Du kannst ja ein paar Tricks probieren.
den Fisch salzen und das Brot trocknen. Dann wird deren Haltbarkeit um Jahre verlängert. Aber hey, nutze den Tag, Arnold! Nach einer Woche werden Obst und Gemüse schlecht und du musst auf Getreide umsteigen. Aber die Zubereitung wird die begrenzte Wassermenge um mindestens 10 Jahre verringern. Du kannst versuchen, das zu verlängern, indem du es durch Cola aus der Gartenabteilung filterst und dann mit Silber reinigst. Okay, also, jetzt werden deine üblichen Mahlzeiten aus Konserven bestehen. Rindfleisch-Eintopf kann fast unbegrenzt haltbar sein, wenn die Verpackung nicht beschädigt ist. Eingelegte Gurken und Tomaten können eine zusätzliche Wasserquelle sein. Also, die 3 Tonnen Konserven, die im Laden sind, halten 8 Jahre lang. Und dann ist die letzte verbliebene Nahrungsquelle? Viele Dinge können für andere Zwecke verwendet werden. Zum Beispiel kannst du deinen Hintern mit fast jeder Art von Papier abwischen. Du musst es nur gründlich zerknittern und nun verwenden. Ja, so wie es unsere Ur-Ur-Ur-Omas getan haben. Ja, und wenn dir das Geld ausgeht, kannst du jederzeit die Karte verwenden. Hey, fass nichts an. Irgendwie übersteigt dein Unsinn alles, Arnold. Du hast es geschafft, die Träume von so vielen zu erfüllen. Ganz allein auf einem riesigen Kreuzfahrtschiff zu sein. Juhu! Für eine einfache 7-Tage-Reise gibt's hier mehr als 12.000 Eier, 380 Kilogramm Eiscreme und 2 Tonnen Meeresfrüchte und Fleisch an Bord. Diese Menge an Lebensmitteln reicht aus, um dich etwa 5 Jahre lang zu füttern, wenn du alles alleine essen würdest. Nach einer Kreuzfahrt nehmen die Menschen im Durchschnitt bis zu 3 Kilogramm zu. Auf Kreuzfahrtschiffen gibt es so viel Unterhaltung, dass den meisten Passagieren 7 Tage nicht ausreichen, um alles zu sehen und zu erleben. Ups, sieht so aus, als hätten wir keinen Treibstoff mehr. Bei voller Fahrt verbrennt das Schiff bis zu 5 Tonnen Treibstoff pro Tag. Jetzt wirst du auf dem Meer treiben, wie alle anderen Kreuzfahrtschiffe auch, weil das billiger ist, als im Hafen zu stehen. Arnold, es sieht so aus, als würde dein Urlaub ein bisschen länger dauern als erwartet. Ein ganzer Monat ist vergangen. Ich frage mich, wohin die Strömung dich tragen wird. Herzlichen Glückwunsch, Arnold. Jetzt hasst dich die ganze Welt. Yeah. Entspann dich, du bist mitten auf dem Meer und niemand stört dich. In einem Umkreis von Hunderten von Kilometern gibt es keine Menschenseele. Och, nicht weinen. Ich helfe dir zu überleben, du Trottel. Zuerst brauchst du sauberes Trinkwasser. Der einfachste Weg? Lecke die Tautropfen, die sich auf dem Floß sammeln. Och, nicht das. Das ist Vogelschiss. Leider sind nicht genug Tautropfen hier, damit du lange überlebst. Und es wird schwierig, einen Tank zu finden, um das ganze Regenwasser zu sammeln. Aber du stirbst vermutlich schon vor dem ersten Regen. Darum gleich die 3. Methode. Zu schwierig für Arnold, der ist ja viel zu dumm, aber du, lieber Zuschauer, du kannst es schaffen. Du brauchst 2 Behälter, einen Beutel und ein Gewicht, um eine Entsalzungsanlage zu bauen. Schütte das salzige Meerwasser in den größeren Behälter, lass es verdunsten und es sammelt sich in der Mitte des Beutels und tropft in den kleineren Behälter. Voilà, Trinkwasser ist fertig. Arnie, Zeit zum Angeln. Iss alles, was du fängst und ungiftig aussieht. Algen, Plankton, Quallen und selbst kleine Fischis, die kannst du mit einem T-Shirt fangen. Ja, schmeckt nicht überragend, aber Mensch, wer bist denn du? Ich empfehle dir, nicht zu lange auf das Meer zu schauen. Die Sonnenstrahlen werden von der Oberfläche reflektiert und brennen in den Augen. Ja, du wirst die Welt nicht mehr sehen, aber die Welt wird dich sehen. Arnie, hast du schon mal an ein Dach über dem Floß gedacht, um dich vor UV-Strahlen zu schützen? Ein thermischer Schock auf offener See wäre dein Tod, garantiert. Aber egal, dazu kommt es sicher nicht mehr. Ein Sturm hat sich angekündigt. Damit sich das Floß nicht überschlägt, stelle alle schweren Gegenstände in die Mitte und bete zu Poseidon. Glückwunsch, du hast den Sturm überlebt. Trotzdem bleibt das Problem, Land zu finden. Ich hab dir vergessen, was zu sagen, Arnie. Du bist am weitesten entfernten Punkt vom Land. Das Schwarze Meer ist in der Tat auch eine große Badewanne mit einer Größe von 1.417.182 Kubikkilometer. Es hat ungefähr 243 Millionen Jahre gedauert, um es zu füllen. Die plötzliche Bewegung tektonischer Platten verursacht Wellen.
Der Meeresboden steigt mehrere Meter an und erzeugt so die tödlichen Tsunami-Wellen. Wir befinden uns jetzt in Portugal. Hier bilden sich die höchsten Wellen der Welt. Sie sind wie ein Gepard, aber in der Welt der Wellen, weil sie die Geschwindigkeit von fast 100 km/h erreichen. Ein hawaiianischer Surfer hat hier eine 25-Meter-Welle geritten. Dafür kam er ins Guinness-Buch der Rekorde. Hast du jemals von einer Killerwelle gehört? Dies sind Wellen mit einer Höhe von 25 bis 30 Metern, die selbst von einem Schiff aus nicht zu sehen sind. Sie können plötzlich und unbemerkt auftreten. Daher bleibt nur sehr wenig Zeit, um die Besatzung eines Schiffes zu retten. Killerwellen können ein Schiff mit nur einem einzigen Treffer versenken. Sogar Conor McGregor würde einen solchen Knockout beneiden. Die größte Welle wurde 1958 in der Lituya Bay in Alaska registriert. Die Welle erreichte eine Höhe von 30 Metern und flutete die Berge drumherum. Infolgedessen wurde die gesamte Vegetation bis zu einer Höhe von 518 Meter über dem Meeresspiegel zerstört. Und das ist die Höhe von 5,5 Freiheitsstatuen. An Land deutet die Natur selbst auf die Annäherung eines Tsunamis hin. Tiere spüren die Katastrophe und beginnen sich irgendwo in Eile zu versammeln oder sich seltsam zu benehmen. Vogelscharen fliegen davon. Bist du an Land? Rein ins Auto, aufs Fahrrad oder renne einfach. Oder bitte King Kong dich mitzunehmen. Es wird empfohlen, eine Höhe von rund 40 Metern über dem Meeresspiegel zu erreichen. Arnold, du gehst besser in die oberste Etage des Empire State Buildings. Die Höhe des Wolkenkratzers beträgt 102 Stockwerke oder 281 Meter. Der Aufzug fährt mit einer Geschwindigkeit von 200 Metern pro Minute. Du hast also definitiv Zeit. Naja, das ist auch möglich. Schrei nicht unter Wasser, sonst erstickst du. Halte dich auf jeden Fall bei Bewusstsein. Arnold! Arnold! Arnold, versteck dich. Das sind die Nachbarn von unten. Du ertränkst sie. Nun, das war's. Ich muss gehen. Klopf, klopf, Arnold. Darf ich reinkommen? Oh, wie ich sehe, hast du beschlossen, dir ein echtes tropisches Paradies zu schaffen. Findest du nicht, dass die Palme aus dem Wohnzimmer ein bisschen viel ist? Also gut, hier ist noch mehr Essen, Getränke und neue Freunde. Gummientchen. Viel Spaß. Wie wär's mit ein paar wohltuenden Blasen? Die Hydromassage kann körperliche Übungen wie Kniebeugen, Klimmzüge und Liegestütze ersetzen. Bei den Vibrationen ziehen sich die Muskelfasern zusammen, wodurch sich ihr Volumen erhöht und sie in nur 30 Tagen ihre maximale Kraft und Ausdauer erreichen. Dir, du Faulpelz, wird das sicher gefallen. Arnold, das ist das erste Mal, dass ich dich so glücklich sehe. Ich schlage vor, dass wir das Experiment fortsetzen. Ich werde dich für 30 Tage in der Badewanne einsperren. Aber unter einer Bedingung. Ich drehe das Wasser ab. Und lass dir nur das essen, was du gerade hast. Ja, du hättest vielleicht nicht so viel essen sollen. Wenn du 30 Tage lang nicht aus dem Bad kommst, hast du abgesehen von bakteriellen Hautinfektionen und ausgefallenen Nägeln zwei Möglichkeiten. Entweder vollständige Dehydrierung und der Verlust von 1,3 Gallonen Wasser oder Hyperhydration, wenn dein Körper mehr Wasser als nötig aufnimmt, was zu einer Schwellung des Gehirns führt. Arnold, du nimmst in einem alarmierenden Tempo Nahrung und Wasser zu dir. Überraschenderweise wird deine Haut durch das lange Eintauchen ins Wasser trocken und rissig. Und in diesem schmutzigen Wasser kann man sich sehr leicht eine Hautinfektion einholen. Und eine Sache, Arnold, schau bitte nicht auf deine Hände. Um 30 Tage in der Badewanne zu verbringen und Cocktails zu schlürfen, muss deine Haut eher wie die einer Robbe sein. Immerhin haben sie 20% mehr Unterhautfett als Menschen, was eine hervorragende Wasserdichtigkeit und Schutz bietet. Aber als Überträger von Darmparasiten, die für Menschen gefährlich sind, wirst du auf einer solchen Party wohl kaum willkommen sein. Arnold, du siehst doch nicht wirklich aus wie eine Robbe und bist für das Leben im Wasser völlig ungeeignet. Aber auf der anderen Seite ist dein Badezimmer jetzt ein Paradies für Pflanzen. Deine Palme blüht, Pilze wachsen an der Decke. Und es scheint, dass in deiner Toilette Weizen gekeimt ist. Du hast nichts zu essen oder zu trinken. Nee, Arnold, sag mir bitte nicht, dass du vorhast, dieses Wasser zu trinken. Ist doch voller Schleim und Mikroben und deinen Haaren. Und sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Steh auf, Faulpelz. Ich hab was für dich, Arnold. Du hast nur noch 24 Stunden zu leben.
Ich denke, du solltest googeln, was man in so einer Situation tun sollte. Lösch zuerst deinen Browserverlauf. Und hier sind die Top 3 Antworten auf diese brennende Frage. Wie würdest du den letzten Tag deines Lebens verbringen? Mit deinen Liebsten? Ich glaube, für dich, Arnold, ist das wahrscheinlich nicht die richtige Antwort. Die zweite Option ist, dich mit Junkfood vollzustopfen. Naja, das machst du eh schon den ganzen Tag. Und schließlich Nummer 3. Verbringe den Tag am Meer mit einem geliebten Menschen. Oh, jetzt wird es interessant. Arnold, willst du wirklich das tun, wovon du dein ganzes Leben schon träumst? Hoppla, jemand ist das Benzin ausgegangen und das Geld. Tolle Idee, du kannst einen Kredit aufnehmen und es an deinem letzten Tag so richtig krachen lassen. Hol das Maximum raus. Du wirst dich wie der reichste Kerl auf dem Planeten fühlen. Jeff Bezos, der Besitzer von Amazon, verdient genug Geld, um alle 50 Sekunden einen neuen Tesla Model S zu kaufen. Jetzt bist du reich, Arnold. Du kannst dein eigenes Flugzeug mieten und fliegen, wohin du willst. Arnold, was hast denn du vor? Wow, du willst der Gaia ihren Freund wegnehmen. Und nimmst sie mit auf eine Reise? Arnold, du bist mein Held. Wenn wir die Zeit nur zurückdrehen könnten, damit dieser Moment wirklich andauert. Und wenn ich dir sage, dass das möglich ist? Um zu verhindern, dass der Tag endet, musst du die Sonne überholen. Dazu müssen wir mit einer Geschwindigkeit von 1167 Kilometern pro Stunde entlang des Äquators nach Westen fliegen. Wenn du mit dieser Geschwindigkeit fliegen kannst, dann wird der Tag niemals enden. Leider wird sich das nicht auf deine Lebenszeit auswirken. Es sind deine letzten Sekunden, Arnold. Komm schon, tu es! Der arme Kerl hat bereits das Handschuhfach durchwühlt, die Pommes vom letzten Jahr gefunden und hört zum 100. Mal eine Ricky Martin CD, die in der Stereoanlage feststeckt. Ich stimme zu, das ist entsetzlich. Nein, nicht Arnold! Du sparst doch dadurch keine Zeit, es ist wirklich gefährlich. Du kannst mir danken, Arnie. Ich bin derjenige, der dir den Hintern gerettet hat, indem er die Zeit angehalten hat, genau wie in den Cartoons. Was würdest du in so einer Situation als erstes tun? Vielleicht in den Archiven des Pentagons nachsehen, ob Armstrong wirklich auf dem Mond war? Oder würdest du dich vielleicht trauen, Susie zu küssen? Das Wichtigste ist, nicht in Japan zu landen. Die lieben es, die Zeit anzuhalten. Sie lieben es einfach so sehr. Wenn die Zeit stehen bleibt, bleibt physikalisch gesehen alles stehen. Man muss kein Mathematiker sein, um zu verstehen, dass die Zeit eine der Komponenten von Geschwindigkeit und Entfernung ist. Wenn einer der Werte gleich Null ist, sind auch alle anderen gleich Null. Und jetzt auf ins Abenteuer! Hoppla, Lichtteilchen und Photonen sind ebenfalls stehen geblieben. Dementsprechend ist auch die Fähigkeit verschwunden, irgendetwas mit dem Augenlicht zu erkennen. Und du wirst kein Wasser mehr trinken können, alles ist wie eingefroren. Hier noch eine interessante Tatsache. Ein Lichtstrahl, der vor 65 Millionen Jahren die Erde verließ, ist jetzt 65 Millionen Jahre entfernt. Und jemand, der ein großes Teleskop genau auf die Erde richtet, kann jetzt die Dinosaurier sehen. Aber ich schlage vor, wir kehren in die Realität zurück. Hey, Arnold, hängst wohl in diesem Freizeitpark rum, wa? Sieht aus, als wäre dieser Burrito eine Nummer zu groß für dich. Schnell, find was zu trinken. Arnold, warte! Gott weiß, was es in diesem Zauberladen gibt. Nun, da du dein Problem mit dem mexikanischen Essen erfolgreich gelöst hast, lass uns gehen und Spaß haben! Was für eine riesige Schlange. Es sieht so aus, als müsstest du noch ein bisschen warten, oder? Arnold, das macht man aber nicht. Sieht aus, als bräuchte diese süße kleine Oma deine Hilfe. Arnold, pass auf! Weißt du, Arnold, ich habe beschlossen, ins Leichenschauhaus zu gehen, um mich von dir zu verabschieden. Und? Oh mein Gott, du lebst ja noch. Nein, du wurdest wiederbelebt. Es scheint, dass das Elixier, das du getrunken hast, funktioniert hat. Du bist jetzt unsterblich. Herzlichen Glückwunsch, Arnold. Du bist nun der am längsten lebende Organismus auf der Erde. Dein Körper regeneriert sich unaufhaltbar.
Und der Begriff zelluläre Seneszenz ist nur noch ein Witz für dich. Nun, wie willst du deine Unsterblichkeit nutzen? Ganz einfach. Du wirst bei Rot über die Ampel gehen, Mädchen begrapschen. Du wirst auch den Kenny McCormick Lookalike-Wettbewerb gewinnen. Das ist doch lächerlich. Du hast unendlich viele Jahre vor dir und verschwendest sie damit. Arnold, du könntest alles auf der Welt studieren. Jede Kampfsportart lernen. Und sogar neue Galaxien erforschen und kolonisieren. Arnold, wie wär's damit, wenn du aufhörst, deine Zeit zu verschwenden? Okay, also vielleicht wirst du 200 Jahre lang jede einzelne Netflix-Serie am Stück schauen. Oh, ich sehe, du hast dich etwas gelangweilt. Außerdem wird dein Haus ganz schön gammelig. Und du bist immer noch jung. Ein Nachteil bei der Unsterblichkeit ist, dass du alle deine Lieben überlebst. Außerdem verändert sich die Welt um dich herum rasant. Aber du wirst dem Fortschritt hinterherhinken und du wirst dich in der Gesellschaft überflüssig fühlen. Alles, was dir einmal wichtig war, wird allmählich verschwinden. Mit der Zeit wird dich auch nichts mehr wirklich erfreuen, weil du ja schon alles gesehen hast. Du wirst tief deprimiert sein. Tut mir leid, Freund, aber es macht einfach keinen Sinn. Hör auf, Arnold. Du weißt, dass du unsterblich bist. Arnold, lass uns die Show sehen. Aber Arnold, wo wirst du jetzt wohnen? Sieht aus wie Wald. Nun, ich mache mir keine Sorgen. Du weißt wahrscheinlich schon, dass du Blätter unter dein Hemd stopfen musst, um dich warm zu halten, dein Trinkwasser filtern musst und... Nein, ist nichts, du Idiot! Also, solange du noch nicht so tief im Wald verschwunden bist, hör genau zu. Das Geräusch eines Traktors ist noch in 3 bis 4 Kilometern Entfernung zu hören. Das Bellen eines Hundes in 2 bis 3 Kilometer. Ein vorbeifahrender Zug ist noch in 10 Kilometer Entfernung zu hören. Und BTS-Songs? Nun ja, die kann man immer hören. Oh, was ist das, Arnold? Süß. Oh, schau mal, der Kleine hat sich verlaufen. Genau wie du. Plumplores leben hauptsächlich in tropischen Wäldern. Versuch gar nicht erst, ihn zu streicheln, Arnie. Lores lecken ihre Ellenbogengelenke, die ein tödliches Gift absondern, sodass ihr Biss dich töten kann. Du solltest den Spuren der Tiere folgen. Es wäre toll, wenn du fließendes Wasser findest. Ein Bach oder Fluss. Hier kannst du dir Nahrung besorgen, indem du Fische fängst. Ja, Arnold? Wenn du das so machst, dann wirst du den ganzen Tag hier sein. Und wie du sehen kannst, hatte ich recht. Die Nacht ist die gefährlichste Zeit im Wald. Hey, Kumpel, ich denke, du solltest die Nacht hier in diesem Baum verbringen. Ja, es ist nicht das Ritz, aber es ist sicher. Am Morgen musst du auf eine Lichtung gehen, damit du für die Retter sichtbar bist. Eine Person in einem Wald zu finden, ist eine ganz besondere Aufgabe, an der Retter, Freiwillige und das Militär beteiligt sind. Das Gelände wird in Quadrate aufgeteilt und jedes davon wird gründlich durchkämmt. Es gab einen Fall, in dem jemand, der sich verirrt hatte, ohne es zu wissen, auf die Suche nach sich selbst ging. Dieser Typ schaffte es, aus dem Wald herauszukommen, erzählte niemandem davon und beteiligte sich an der Suche nach ihm. Du kannst aus der Luft gesehen werden, wenn du ein Feuer machst. Hey, Arnold, du weißt doch, dass es eine schlechte Idee ist, deine Symptome zu googeln. Oh, schau, gedrückte Stimmung, mangelndes Selbstvertrauen, Müdigkeit. Vielleicht hast du eine Depression. Vielleicht solltest du dir einen Termin bei einem Psychiater holen. Selbstdiagnosen und Versuche, sich selbst zu behandeln, sind keine gute Idee. Also lass es. Oh, so viele verschiedene Antidepressiva. Ich vermute, dass du nicht daran interessiert bist, die Beipackzettel zu lesen, oder, Kumpel? Also gut. Du hast 2 Packungen Prozac, 75 Tabletten Celexa, 5 Packungen Zoloft, eine halbe Dose Lexapro und raue Mengen Beruhigungssirup in verschiedenen Sorten und Farben. Nicht, dass das deine Depression heilen würde, aber wenn du einmal anfängst, Medikamente zu horten, ist es schwer, damit aufzuhören. Das Einzige davon, was mich wirklich beunruhigt, ist das trizyklische Antidepressivum. Aber so wie ich dich kenne, fängst du früher oder später eh damit an. Oh, da haben wir es. Mal sehen, was du dieses Mal genommen hast.
Mauhämmer können zu einem Delirium tremens führen, daher deine Halluzinationen. Schwindel, Zittern, Krampfanfälle, all das wird durch Serotonin-Wiederaufnahmehämmer verursacht. Die Euphorie und die Freude, die du erlebst, kommen von trizyklischen Antidepressiva. Ist dir übrigens aufgefallen, dass du seit 8 Stunden nichts mehr gegessen hast? Models nehmen manchmal Antidepressiva, um keinen Hunger zu haben. Und Träume erscheinen unter Antidepressiva näher und greifbarer. Also Arnie, war das alles ein Traum oder war es echt? Was nun? Willst du dich nicht mehr selbst medikamentieren? Warte Arnold, was machst du denn da? Du kannst die Pillen nicht in die Toilette werfen. Du Ignorant. Dadurch, dass Antidepressiva in die Kanalisation gelangen, sind die Fische aggressiver geworden. Du weißt doch, dass Tobi ein Piranha ist, oder? Arnold! Aufwachen! Ich habe eine Überraschung für dich. Natürlich weißt du, dass ich dein Verbündeter im Kampf gegen deine Sozialphobie bin. Also habe ich beschlossen, dir zu helfen, indem ich dich weiter weg von Menschen bringe. Genauer gesagt, auf den Gipfel des Mount Everest. Der andere Name des Bergs ist Chumulungma. Und er ist der höchste Punkt auf dem Planeten Erde. Übrigens nur so nebenbei, du schuldest mir $50.000. Das ist der Durchschnittspreis für eine Expedition hier hoch. Um auf dem Gipfel zu überleben, braucht man eine Spitzenausrüstung. Schließlich gibt es nur sehr wenig Sauerstoff und es ist extrem kalt. Arnold, geh runter und zwar schnell! Beeil dich, Arnold, aber beweg dich so langsam wie möglich. Der Sauerstoffgehalt ist hier nur 1/3 des normalen. Versuche, Energie zu sparen. Luftmangel bewirkt, dass das Gehirn die Zeit falsch wahrnimmt. 5 Meter in 3 Stunden zu kriechen klingt mir ein bisschen zu langsam. Zum Glück erreicht der Wind an der Spitze 200 Meter pro Sekunde und er kann uns helfen. Du kannst 8 Kilometer in nur 3 Minuten fliegen. Aber Vorsicht, die Felsvorsprünge könnten dir im Weg sein. Du Glückspilz, du bist auf dem Müll gelandet. Everest-Touristen hinterlassen so viel Müll auf dem Berg, dass die Regierung $2 für jedes gesammelte Kilogramm Müll zahlt. Oh, du willst mir meine $50.000 zurückzahlen? Arnold, versuch nicht so viel zu atmen. Bei einer Temperatur von minus 60 Grad Celsius beginnen die Lungen zu gefrieren. Der Berghusten ist so schlimm, dass er dir sogar die Rippen brechen kann. Es tut mir leid, Arnold, aber Bergsteiger können keine Leichen vom Mount Everest mitnehmen. Das ist unmöglich. Außerdem werden die Leichen als Höhenmarkierung für Berggipfel verwendet. Nun, Arnold, wenigstens hast du etwas Sinnvolles gefunden. Wie ich sehe, bist du wirklich froh, hier zu sein, Kumpel. Besonders nach so heftiger Kälte. Oh, ich glaube, du genießt es vielleicht ein bisschen zu sehr. Hallo, Arnold. Es sieht so aus, als hättest du wegen Sauerstoffmangels angefangen zu halluzinieren. Und jemand hat dich zum Lagerfeuer gebracht. Ich bin froh, dass du aufgewacht bist, aber es liegen noch 6 Kilometer vor uns. Ich glaube leider nicht, dass du noch die Kraft hast, nach Hause zu kommen. Aber warte, Arnold, ich habe eine Idee. Du kannst das Kunststück von Marco Siffredi wiederholen. 2001 hat er den Mount Everest auf einem Snowboard bezwungen. Ich glaube an dich, Arnold. Oh, das sieht nicht gut aus. Mehrere gebrochene Knochen und Erfrierungen im Endstadium. Aber wir haben den Boden erreicht, Arnold. Es ist unfassbar. Komm schon, schrei mit mir, Arnold. Hooray! Arnold, das war nur ein Scherz. In den Bergen darf man nicht schreien, das kann auch Lawinen auslösen. Mach dir keine Sorgen, Arnold. Ich werde dich nicht hier lassen. Du schuldest mir noch $50.000. Er ist auf dem Weg zu seiner 200-Kilogramm-Tante, die gerade aus dem Gefängnis entlassen wurde. Bist du überrascht, dass du der einzige Passagier an Bord bist? Diese Boeing 767 gehört der gefährlichsten Fluggesellschaft der Welt, Calm Air. Gleich nach der Gründung des Unternehmens segelte ein Flieger beim Landeanflug am Rollfeld vorbei. Viele Passagiere erlitten Verletzungen, aber zum Glück überlebten alle. Etwas später verschwand eines der Flugzeuge vom Radar, eine halbe Stunde vor der Landung. Nach 2 Tagen Suche wurde es gefunden. Es war mit einem Berg kollidiert. 104 Menschen an Bord starben. Regel Nummer 1 im Flugzeug, immer anschnallen. Die Luftdichte ändert sich ständig.
Stell dir Folgendes vor. Es ist Sommer. Du fliegst über ein Feld und unter den Flügeln des Flugzeugs weht eine warme Brise. Dann endet das Feld plötzlich und du fliegst über einen kalten See. Die warmen Winde hören plötzlich auf und du wirst... Turbulenzen schütteln das Flugzeug mehrere Meter hin und her. All das geschieht bei einer Geschwindigkeit von 800 km/h. Und wenn du bei einer plötzlichen Belastung von 2G nicht angeschnallt bist, dann verursacht jede Kollision mit dem Sitz oder Flugzeug Rippenbrüche, verdreht Arme oder macht den Schädel kaputt. Das aus den Turbinen strömende Gas zieht Blitze magisch an. Das Interessante dabei, große Flugzeuge erzeugen in der Tat oft selber Blitze. Vom Heck aus erstreckt sich eine elektronische Entladung von Hunderttausenden von Ampere in die Wolken. Und vom Bug aus Richtung Boden. Ein Blitz kann die Windschutzscheibe zerbrechen und die gesamte Elektronik an Bord lahmlegen. Warte, Arnold, die Landung wird schlimmer als die Stoppeln am Arsch deiner Tante. Oh mein Gott, Arnold, du wirst sie wohl ein letztes Mal sehen. Bei deiner Beerdigung.